Family, willkommen zum Queen der Lüfte, Villitoriel. Boeing 7478i, Vorbereitung Cockpit und Startup. Ich bin Willikopter, der Party Pilot, streame auf Twitch, habe ein paar Villitoriels auf YouTube und ein paar Highlights. Frisch aus der Maintenance, gucken wir, ob diese Maschine jetzt wieder läuft. Hier im Cockpit, als erstes gucken wir mal, dass wir ein bisschen Licht bekommen und etwas sehen. Das machen wir as usual. Wir starten unser External Power, der blinkt da, 1 und 2. Dann starten wir unsere Batterien, schließen die Sicherheitsluke wieder. Kurz zu den Lichtern. Wir wollen ja gleich Hilfstriebwerk starten und dann die Triebwerke, deshalb Beacon Lights schalten wir ein, Navigationslichter auch, Logolichter, I like it, schalten wir auch ein. Sehr gut. Dann geht's weiter. Wir schalten jetzt unser Hilfstriebwerk ein, APU, das ist dieser Switch. Der schalten wir auf Start und geht automatisch auf On und jetzt warten wir bis hier unser APU 2 und APU 1 Generator auf Available steht. Sobald unser Hilfstriebwerk APU hochgefahren ist, schalten wir unser Standby Power auf Alto. Ihr könnt es auch auf Batterie stellen, aber seid dann bewusst, es wieder umzuschalten. Jetzt bei Alto reagiert es selbst, wenn man mit dem Generator und dem External Power arbeitet, wie wir jetzt. Unser APU ist Available, wir schalten um. 1 und 2 auf je Generator vom APU. Als nächstes wollen wir die Triebwerke starten. Dann schalten wir alle Pumpen mal ein. Prüfen. Alle Pumpen sind eingeschaltet. Wunderbar. Beacon Light läuft auch. Wir beginnen mit Triebwerk Nummer 4. Wir ziehen diesen Anlasser, Starterhebel, gehen hier runter und starten das Triebwerk Nummer 4. Gucken aufs Instrument und unser Triebwerk startet hoch. Sobald Triebwerk available, gehen wir zum nächsten Triebwerk. Triebwerk Nummer 3 und Starter. Monitoring. Triebwerk Nummer 3 fährt hoch. Sobald dieses Triebwerk auch available ist, gehen wir weiter zu Triebwerk Nummer 2. Wir ziehen den Anlasser und starten Triebwerk Nummer 2. Kontrollieren Instrumente. Triebwerk Nummer 2 fährt hoch. Und wenn auch Triebwerk Nummer 2 available ist, nahezu, sehr gut. Starten wir unser letztes Triebwerk, Triebwerk Nummer 1. Starter ziehen, Anlasser ziehen und Starter. Und überprüfen, Monitoring, Triebwerk Nummer 1 fährt hoch. Triebwerk Nummer 1 ist jetzt auch available, sehr schön. Alle Triebwerke sind hochgefahren, das heißt wir brauchen unser APU nicht mehr, können wir ausschalten. Wir versorgen jetzt unser Strom mit den Triebwerken. Die Jungs in der Maintenance haben tolle Arbeit geleistet. Ich hoffe, ich habe das auch. Und ihr wisst jetzt, wie man 747, sprich Queen der Lüfte, startet. Diese ist wieder einsatzbereit. Und dann lassen wir diese fliegen. Ich hoffe, ihr fliegt mal weiter zu den weiteren Villitoriels, die es da gibt. Wenn dieses Video so super war, lasst auch einen Daumen da. Wenn ihr Bock habt, ein Abo und schaut doch mal gerne auf Twitch bei einem Livestream vorbei. Ich bin Willikopter, der Party Pilot und vielen Dank fürs Zuschauen. Willikopter, der Party Pilot.